Ahoi und willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie ich dieses Armband aus Power Rangers Beast Morphers gebastelt habe. Das erste, was ich gemacht habe, war diesen Diamanten zu schnitzen. Dafür habe ich 8 mm starke Moosgummi genommen, das Ganze mit einem richtig scharfen Teppichmesser ausgeschnitten und dann mit einer Schere die Kanten so ein bisschen abgeflacht, weggeschnitten, sodass dann halt diese typische Form entsteht. Dann habe ich mir diese Grundform aus 4 mm starkem Moosgummi ausgeschnitten. Wenn du die Vorlage haben möchtest, kannst du meine Seite bei Facebook liken und mir dann dort eine Nachricht schreiben und dann schicke ich dir die Vorlage zu. Ich habe dann einige Ecken ein bisschen abgeflacht und die Schnittkanten vorsichtig mit dem Feuerzeug ein bisschen versiegelt und angesenkt. Für diese Details habe ich 2 mm starken Moosgummi genommen, das ist dieser übliche Bastelmoosgummi. Dort habe ich mir 1 cm lange Streifen ausgeschnitten und die dann mit Sekundenkleber an die richtige Stelle platziert. Dieser Ring ist so ein Rohrdichtungsring. Der besteht zum Teil aus Gummi und zum Teil aus Kunststoff. Den Gummiteil habe ich weggeschnitten und habe mir aber vorher eine Markierung gezeichnet, damit ich schon mal abschätzen kann, wo ich den später hinklebe. Mit einem Lötkolben habe ich die Form noch ein bisschen verbessert und in diese weißen 1 cm Streifen jeweils 2 Löcher gebrannt. Nachdem die Grundform soweit fertig war, habe ich das gesamte Stück nochmal auf 2 mm Moosgummi geklebt und dann ordentlich ausgeschnitten. Für das Armband an sich habe ich wieder Moosgummi genommen, in schwarz. Du kannst dafür aber auch Kunstleder nehmen oder was auch immer, was du gerade da hast. Den Moosgummi habe ich auf die richtige Länge geschnitten und dann einen Klettverschluss daran befestigt. Das geht am besten mit Heißkleber. Danach habe ich alles mit einer guten Schicht schwarzer Acrylfarbe grundiert und als die dann getrocknet war, habe ich die entsprechenden Teile in den entsprechenden Farben angemalt. Ich habe diesmal so einen Lackstift genommen in Silber und habe die Ausbesserungsarbeiten mit einem schwarzen Edding dann gemacht. Das ging auch ganz gut, kannst natürlich auch pinseln. Damit die schwarzen Teile auch so richtig schön glänzen, habe ich Acrylvarnish oder Acryllack genommen und das Armband war dann soweit fertig. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und bist auch beim nächsten Video wieder dabei, denn dort versuche ich dann den kompletten Morpher und diesen Zündschlüssel zu basteln. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Mach's gut!